Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bernd, was hältst du von? So Freunde, Frage Nummer 1. Bernd, was hältst du von Arbeit mit Mini-Chattis? Finde ich schon mal super, weil auch die Kleinen brauchen was zu tun. Und wie kann ich diese Arbeit abwechslungsreicher gestalten? Hast du Tipps für mich? Gibt es einen ganz einen guten Tipp? Und zwar, liebe Julia, geh in den Extreme Trail Park. Schau, dass du Extreme Trail arbeiten kannst mit deinem Pferd. Ich bin ja bei der ETA, bei der European Extreme Trail Association. Und bin dort recht engagiert. Die Kerstin betreibt bei uns auf der 7P Ranch den Extreme Trail Park. Und zu uns kommen auch immer wieder Leute mit kleinen Ponys, die man halt eben nicht reiten kann oder die so winzig sind, dass man es nicht einmal an der Kutsche spannen kann, die halt wirklich was tun wollen mit denen. Und unser Tipp ist einfach Extreme Trail, weil das eine Sportart ist, da kannst du wirklich mit jedem Pferd was tun. Vielleicht für die, die es nicht wissen, es gibt sogar Paraklassen, also für behinderte Pferde, Pferde, die Behinderung haben, die ein Auge verloren haben, die Gangbildprobleme haben, ataktisch sind. Wir selber haben einen, der ist ataktisch, der im Extreme Trail wirklich super Balance gekriegt hat. Man möchte es nicht glauben, aber es macht wirklich was für die Gesundheit des Pferdes. Extreme Trail, mein Tipp. Nächste Frage. Bernd, was hältst du von Working Equitation? Finde ich super. Grundsätzlich, Working Equitation, muss ich ehrlich sagen, habe ich lange Jahre unterschätzt, weil ich immer gesagt habe, ich glaube, mit ihrer Sportart, die gehen unter. Weil wenn du Working Equitation reiten willst, dann musst du wirklich reiten lernen. So, ich habe mich getäuscht. Ich dachte, die Leute sind zu faul zum wirklich reiten lernen. Ich rede nicht von zweimal um den Hufschlag und tralala, sondern wirklich einen Takt fühlen, das Pferd fühlen, lernen, ein Pferd wirklich zu reiten. Und ich finde Working Equitation eine super Sportart. Muss aber auch dazu sagen, wenn man so schaut, die Anfangsjahre von Working Equitation, wo es am Turnier noch einfach locker war, wo die Leute es wirklich aus Spaß gemacht haben, an der Freude, da war es noch ein bisschen positiver. Heute ist so viel, auch in der Working Equitation, dieser Wettkampfgedanke eingezogen. Vor Jahren, wir haben ja auch Leute, die Working Equitation reiten in der Kundschaft. Vor Jahren war es ganz selten, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, ja, der Bock muss halt laufen. Heute haben wir mehrere Leute, die sagen, ja, wenn das der Falsche ist, kaufe ich halt einen anderen, wenn er das nicht kann. Also ich glaube, überall, wo so die Profession immer mehr kommt und halt so der Ehrgeiz übernimmt, geht so ein kleines bisschen in den Keller. Sind wir wieder bei meinem berühmt-berüchtigten, es sollte normal bleiben. Aber wenn jemand aus Spaß Working Equitation reitet, finde ich super. Aus meiner Sicht sind wir kurz davor, dass Working Equitation wieder übernommen wird, von nämlich einem anderen Sportlager. Und ich glaube, die Medaille geht wieder Richtung Westernreiten, weil jetzt kommen die Ranch Horse-Klassen. Ranch Rail, Ranch Riding, einfach Sachen, wo man wirklich die Rittigkeit von seinem Pferd unter Beweis stellt und dem Pferd halt auch ein bisschen andere Aufgaben gibt und das Ganze ein bisschen einen lockereren Charakter hat. Ich denke mal, auch das wird sich in verschiedenen Jahren ändern, wenn dann der Ehrgeiz kommt und wenn dann das Geld kommt und, und. Aber ich glaube, es ist immer so. Meine persönliche Meinung, wenn in irgendeiner Sportart Geld auftaucht und Ehrgeiz entsteht, dann geht's ab ins Erdgeschoss. Aber gut, so ist es halt. Und noch eine Frage, letzte Frage. Balance Pads, was hältst du von Balance Pads? Balance Pads finde ich eigentlich nicht schlecht. Wichtig, kauft euch nicht irgendwelche Balance Pads und stellt euer Pferd da drauf, sondern lernt, was man mit denen machen kann, weil gerade für die Mikromuskulatur und für die Faszien sind Balance Pads sehr empfehlenswert. In diesem Sinne, heute machen wir es kurz. Ich entlasse euch. Viel Spaß und bleibt gesund.